Go, Tony Click, meine Minecraft-Freunde, zum Technik-Back Tackit. Ja, Tackit ist ein Mod für Minecraft, das Minecraft eigentlich sehr verändert. Das fügt ziemlich viel hinzu, kann ich schon mal sagen. Und zwar zum Beispiel diese ganzen Mods hier, wo jede Menge Zeugs dabei ist. Zum Beispiel Red Power oder Command Book, World Edit, dann was ist noch wichtig? Industriecraft und Railcraft und so die Minimap. Ja, Computercraft ist auch dabei, ja. Sind sehr viele Sachen dabei und es ist sehr spannend zu spielen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das installiert und runterladen. Also als erstes geht er mal auf diese Seite hier, ja genau, der Link ist in der Beschreibung, wie immer. Und dann müsst ihr ein paar Sachen downloaden oder nicht downloaden, zumindest mal eins. Ihr müsst mal die aktuellste Java-Version haben. Denn und wenn man hier jetzt zum Beispiel draufklickt, die 32 oder 64 Bit, dann steht hier, sorry, leider, bla bla bla, ist falsch, geht nicht mehr. Ja, kein Problem. Dafür habe ich extra schon mal wieder herausgesucht, wo man da hin muss. Ja. Und zwar auf diese Seite. Und dann müsst ihr entweder, wenn ihr 32-Bit habt, den da oder den da downloaden. Ich weiß jetzt nicht welchen. Und bei 64-Bit eben den hier unteren. Installieren ganz normal und dann habt ihr auch schon das aktuellste Java. Als nächstes müsst ihr, wenn ihr Windows 7 habt, hier raufklicken. Und das mal downloaden. So, das habe ich jetzt schon gemacht. Das ist eine kleine Datei, ist nicht besonders groß. Und das ist hier. Das hier. Dann startet ihr einfach. Ja, ausführen. Und dann ladet er sich herunter. Es dauert ein bisschen. Und dann können wir mal auswählen. Das ist nämlich ein eigener Launcher. Es ist nicht der reguläre Minecraft-Launcher. Es ist zwar eigentlich das gleiche, aber ja. So, dann müssen wir eben hier wieder unsere bekannten Minecraft-Daten eingeben. Und hier auf der Seite müssen wir auswählen, wenn wir den Technik, Tackit oder alles andere oder Vanilla. Na, wir nehmen Tackit. Nehmen wir Tackit. Hier steht die aktuelle Version und dann gehen wir auf Login. Und hier auf Optionen kann man auch einstellen, zum Beispiel wie viel RAM Tackit oder der Minecraft, dieses Minecraft verwenden darf. Kann man hier machen. Ist auch praktisch. So, nachdem jetzt dann das Ganze heruntergeladen hat, was jetzt ein bisschen gedauert, ja, auf jeden Fall dauert. Denn es ein bisschen mehr ist als die ganzen Mods. Nachdem startet es alles. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, es fertig geladen hat. Startet es wie ganz normal Minecraft. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum hier Minecraft 1.1 steht. Ja, das ist genau deswegen, weil es ein eigenes Minecraft sozusagen ist. Es ist zwar das ganz normale Minecraft, nur ein bisschen weiter hinten, würde ich sagen. Weil jetzt ist aktuell 1.2.5, glaube ich schon, ja. Und jetzt starte ich noch schnell. Moment, Moment, bitte. Bitte warten, bitte warten. Nein, hier sind wir falsch, falsch, falsch. Hier. Mein Server. Denn es gibt auch einen eigenen Minecraft-Server. Also nicht einen eigenen Minecraft-Server, einen eigenen Tackit-Server für Tackit. Und da gehen wir jetzt einmal Add-Server. Nein, das brauchen wir nicht. Ja, was schon. Dann, ja. Die gehen wir einfach hier rein. Yeah, und hier sind wir auch schon. Im Spiel drinnen. Natürlich ist es nicht so aufgebaut, das ist nämlich schon, die Welt, in der ich gespielt habe, die ganze Zeit. Und ihr merkt schon, es ist ein bisschen laut. Und das ist falsch.
Egal, es ist ein bisschen laut und davon geht man einfach ein bisschen hin und druckt hier einfach. Normal braucht man, wenn es jetzt nicht auf 100% wäre, einfach nur Stickern noch. Plus oder Minus ist egal und dann hört es schon auf. Also, das ist ein Bug. Es ist, der Server ist noch ein bisschen verbuggt, was Tekkit angeht. Ja. Wie wir sehen, haben wir hier, wenn wir das mal weg tun, so. Hier, wie too many items, ganz normal. Obwohl es nicht too many items ist, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, auf jeden Fall, wenn man, es gibt hier sehr viele Seiten. Und zum Beispiel steht hier ganz genau, wenn man jetzt rechtsklickt, also nicht rechtsklickt, sondern R klickt, dann steht hier auf der linken Seite, wie man das zusammencraftet. Und wenn man U klickt, mal schauen, irgendwas hier, oh, ja, hier. Also R ist, ja. Und wenn man auf jeden Fall U klickt, dann weiß man, was man damit anfangen kann. R ist fürs Rezept und U ist für das, was man damit anfangen kann. Und hier stehen auf jeden Fall jede Menge Rezepte und noch mehr Rezepte und noch mehr. So, jetzt muss ich schnell hier rüber fliegen. Wer auf jeden Fall, wenn man einen Jetpack hat, sollte man sehr bedacht damit fliegen, denn man kriegt Fallschaden, wenn man bergauf fliegt, wenn man auf der Strecke umfliegt, wenn man ein Stückchen hochfliegt, immer. Immer, immer, immer. Oder meistens. So zum Beispiel nicht. Also. Hier mal die Grundlagen von Tekkit sind einfach hier mal zuerst einen Generator zu machen. Das benötigt. Also der Christopher, unten ein ist wie ein ganz normaler Ofen und der produziert Strom. Dann kann man den zum Beispiel mit diesem Kabel hier anschließen an einen elektrischen Ofen und der macht dann halt ganz normal wie ein Ofen, nur ist schneller und der muss halt nachproduzieren und der ist ebenfalls laut und da hilft eben der gleiche Trick und aus ist. Da gibt es hier einen Macerator, der zerhackt alles. Also, wenn ich jetzt hier irgendwo ein normales Ore hätte, dann könnte ich es hier reintun und da würde aus einem zwei machen und dann könnte ich es das in den Ofen tun und dann hätte ich eben zwei statt einen. Und dann gibt es noch so einen Extractor und den Extractor benötigt man hauptsächlich für Rubber. Und den Rubber, wie man den Rubber bekommt, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich hier. So. Das gibt es nämlich auch hier. Es gibt so ein Protect Table und ein Automatic Table. Das ist der da oben. Wenn ich hier oben was reingebe, fliegt es nicht raus, wie bei einem normalen Crafting Table. Und hier kann man eben schon fixe Rezepte machen und hier unten einfach was reinlegen und dann kann man was rausholen. So. Und hier, das sind die Rubber Trees. Diese Dinger hier. Und das da und das da und das da. Das sind die großen, die allerdings kein Rubber erzeugen und auch nicht abbrennen. Auf jeden Fall, wenn man dann so ein Tree Tab hat, einfach hier rechts klickt, dann bekommt man das eine Sticky Resin. Und mit diesem Sticky Resin, das benötigt man nämlich am Anfang ziemlich häufig und später auch noch immer reichlich davon. Das tut man einfach, jetzt nehmen wir das mal raus, hier ein, einen Extractor, wieder ein bisschen leiser machen. Oder man könnte auch lauter machen, wie gesagt. Und das dauert halt etwas länger und danach, ganz einfach, bekommt man drei von diesen Sticky Resin, also. Und die sind automatisch schon sozusagen im Ofen gewesen. Sehr praktisch. Außerdem gibt es eine Kettensäge, die auch laut ist. Man kann auch die leiser stellen. Und einen Bohrer. Jetpack und ein Bedpack, was kurz für Batteriepack ist, oder hier gibt es eine Bedbox. Das ist Glasfaserkabel hier oben, das sind Solarzellen. Oder, ja. Und es gibt auf jeden Fall jede Menge Sachen, die man hier machen kann. Zum Beispiel hier auch habe ich meine automatische Sugarcane Farm, was ich hauptsächlich für Geld benötige. Dann habe ich hier noch meine Brötchenfarm. Hier hinten habe ich meine Tree Farm. Und ich bin tot. Tja, so schnell kann es gehen.
Ein Wahnsinn. Ja, das war's jetzt mal grundsätzlich für Tekkit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim Let's Play Together wieder. Bis bald, euer GoTonic.